Viele von euch sehnen sich sicherlich nach schönem, sonnigem, stabilen Frühlings- oder Frühsommerwetter. Dazu bräuchten wir mal ein kräftiges Hochdruckgebiet. Und wir schauen uns mal an, wie Anfang der kommenden Woche die Chancen stehen auf ein paar Lichtblicke. Zumindest am Wochenende sieht es da noch eher schlecht aus. Gerade im Süden Deutschlands und im Alpenraum gibt es enorm viel Regen. Blicken wir mal in den Westen Europas Richtung Irland, Richtung Portugal. Dort bleibt es durchweg trocken und hier haben wir eben dieses kräftige Hochdruckgebiet. Und das könnte dann Anfang der kommenden Woche seine Fühler zumindest vorübergehend mal Richtung Mitteleuropa ausstrecken. Das ist die Temperaturverteilung am Sonntag über Europa. Bei uns ja nicht allzu warm, gerade im Süden ist es eher kühl. Im Norden Deutschlands ein bisschen wärmer, 24 Grad. Im Berliner Raum allgemein im Norden und Nordosten knapp über 20 Grad. Im Süden dagegen unter 20 Grad. Ziemlich kühl, vor allem von der Schwäbischen Alb bis zum Erzgebirge weiter Richtung Südosten, weil es hier teilweise immer noch enorm heftig schüttet. Dieser ganze kräftige Regen verlagert sich im Laufe des Sonntags so ganz langsam Richtung Alpen. Und da kommen eben noch mal große Regenmengen zusammen, die für Überflutungen sorgen. Ansonsten Richtung Nordwesten bleibt es weitgehend trocken. Da sind nur einzelne Regenschauer unterwegs und die Sonne kommt immer wieder mal raus. Da weht an der Nordseeküste ein teilweise recht böiger Westwind. Dann der Blick auf den Anfang der kommenden Woche. Dieser Regen wird sich mehr und mehr Richtung Alpen zurückziehen am Montag. Also da wird dann diese Dauerregenlage allmählich zu Ende gehen. Ansonsten wechseln sich am Montag immer wieder Sonne und Wolken ab. Es bleibt dann weitgehend trocken bei Temperaturen, die am Nachmittag allgemein so um die 20-Grad-Marke liegen. Dienstag sollte es in weiten Teilen Deutschlands trocken sein mit einem Wechsel von Sonne und Wolken, teilweise mal längeren sonnigen Phasen bei Temperaturen bis zu 23 Grad im Osten. Und dann sieht es so aus, dass am Mittwoch dieses Hochdruckgebiet schon wieder kippt und dann wieder Tiefdruckeinfluss herrscht. Das heißt wieder von Westen her neue Schauer und auch Gewitter.